Hallo und herzlich willkommen zurück zu A Book of Unwritten Tales. Ja, wir haben den letzten aufgehört an dieser wunderschönen Cliffhanger-artigen Stelle. Und eigentlich sollten Wilbur und Nate hier warten, während wir das Tor aufmachen. Tor haben wir aufgemacht, aber die zwei Piefen sind weg. Und wahrscheinlich nicht ganz freiwillig. Das heißt, das will erforscht sein. Und ich muss uns mal gerade... So. Jetzt aber. Dann gucken wir doch mal, wo die zwei abgeblieben sind. Hier sind sie auch nicht. Wahrscheinlich sind die wieder draußen. Das ist jetzt mal so meine Vermutung. Hey, hörst du mir zu? Oder auch nicht. Du bewachst sie, verstanden? Nicht fressen! Wir werden noch unseren Spaß mit ihnen haben, aber nicht hier und jetzt. Was ist mit Ivo? Psst, sie wird sich schon etwas einfallen lassen. Hoffe ich. Ja. Nicht mehr lange und es ist deins, Munkus. Niemand wird dich aufhalten können, selbst Mutter nicht. Und du auch nicht, Langohr. Hörst du? Ich weiß, dass du hier irgendwo steckst. Langohr? Hey, Moment. Du musst nicht so schreien, ich höre dich. Und kampflos wirst du das Artefakt nicht bekommen. Nein. Okay, jetzt bin ich doch ein bisschen verwirrt. Wie hat er uns denn nicht gesehen? Wenn man fragen darf. Egal. Gucken wir doch mal, ob sonst keiner guckt. Kann ich die Angel wieder mitnehmen? Das ist meine selbst zusammengebaute Angel. Sie besteht im Wesentlichen aus einem Stock und einer einige Meter langen reißfesten Schnur. Ja. Naja, ich kann die Angel wieder mitnehmen. Das ist natürlich nicht nur verkehrt. Ich weiß nicht, sollen wir unsere Freunde befreien? Sollen wir versuchen, unsere Freunde zu befreien? Wahrscheinlich, also wenn wir jetzt hier rausgehen, das wäre jetzt nicht so klug, ne? Egal, wir versuchen es trotzdem. Das habe ich befürchtet. Mit Trollen ist nicht zu spaßen. Ivo! Mein Gott, Wilbur ist echt nicht so helle, wa? Der ist ein echtes Problem. Trolle sind fast unverwundbar und unglaublich zäh. Einen wie den kann man nur mit Köpfchen ausschalten. Das können wir uns ja noch angucken. Die beiden sehen unverletzt aus. Noch. Wenn Munkus erst einmal hat, was er will, bedeutet das ihr Todesurteil. Okay. Kann ich ihm irgendwie so ein Steinchen an den Kopf schmeißen oder so? Nein. Wenn vielleicht... Ja. Auch das nicht. Ich schätze mal, dass wir erstmal Munkus hinterher müssen. Oh, was haben wir hier? Betrachte Dort Klippe. Dort geht es etliche Meter steil nach unten. Und selbst ich hatte Probleme, die Klippe wieder hochzuklettern. Ja, gut. Aber wahrscheinlich auch, wenn wir einen Stein jetzt dahin werfen würden. Können wir mal angeln gehen. Auch das nicht. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir müssen erstmal... Fuß der Säule. Der Fuß einer Säule? Ich kann ihn nicht erreichen, solange der Troll da steht. Und warten, dass er irgendwann darüber stolpert, kann ich wohl auch nicht. Der Fuß einer Säule? Was? Ganz ehrlich, ich sehe diesen Fuß nicht mal, aber... Oder soll das das... Aber was bringt mir das? Nicht viel. Und warum sollten wir den Fuß der Säule... Egal, wir gehen jetzt erstmal Munkus hinterher. Whatsoever. Komm. Ab dafür. Gucken wir mal, ob wir Munkus aufhalten können. Na gut. Aber sowas dachte ich mir ja schon. Dass die Kollegen hier uns jetzt in die Parade marschieren. Die kann ich aber auch nicht. Ah, doch, man kann die Kristalle wieder mitnehmen. Das wäre natürlich gut, damit Munkus die nicht hat. Ja, wie sieht's aus? Den nehmen wir auch mit. Weil die wären ja auch für den. Dahinter waren ja auch so Vertiefungen, wo man die hätte einsetzen können, die Kristalle hier. Okay, das ist sowas wie ein Rätsel. Ah, ich verstehe. Man muss ein Opfer bringen, damit du dich öffnest. Und nun... Huh. Öffne dich! Ja, das hat ja schon mal gut funktioniert.
Ich befehle dir, öffne dich! Bitte? Du sollst dich öffnen! Ich möchte, ich glaube, so wird das nichts, Freund Munkus. Munkus, von dem kleinen Kerl mit dem hohen Blutdruck halte ich mich lieber fern. Macht Sinn, ne? Ich hasse dich! Ich hasse dich! Alter, der eine krächzte Stimme, leck mich da mal am Arsch. Problem ist, die wird man wahrscheinlich hier drin auch hören, ne? So, was ist jetzt. Das ist jetzt. Der Plan. Mein Spankomat 1000. Na ja, Moment. Wenn ich das jetzt im richtigen Zeitfenster da reinlege, dann kommt das da raus und wird rausgeschossen, ne? Was ein Plan. Okay, das hätte auch funktioniert, wenn sie sich da nicht noch fünfmal im Kreis gedreht hätte, oder? Alter. Ich meine ja, what the fuck, aber das ist doch... Willst du das denn zeitmanagement-technisch machen? Ich meine, ich weiß auch noch nicht, ob das was bringt. Dann wird er halt irgendwie wahrscheinlich von dem Ding getroffen und kippt um oder so Geschichten. Boah, sie braucht so lange, bis sie das da reinlegt. Oh mein Gott. Es kommt halt relativ schnell wieder raus, dann mal. Ah, okay. Das heißt, ich versuch's einfach nochmal, whatever. Witzig. Sie reißt diese überdimensionalen Rohrpostbehälter mit. Früher wurden sie auf diese Weise vermutlich im ganzen Tempel verteilt. Ah. Das Ding ist nur... Ja, what the fuck, wie soll man denn das timen? Das ist ja Schwachsinn. Ich weiß nicht mal, ob das der richtige Weg ist, den ich hier gerade einschlage. Aber ganz ehrlich, sehe ich gerade nicht, was ich sonst machen soll. Ich kann die Schublade wieder zumachen. Aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Ja, das ist echt alles hier. Alter. Das heißt, ich muss das jetzt ernsthaft richtig timen, oder was? So, komm. Hört sich an, als würde Luft durch das... Sie reißt diese Ü... Ach, das ist doch scheiße. Ich hab doch da drauf geklickt, bitte. Wenn sie da sich halt nicht 5 Stunden vorpositionieren müsste, dann könnte man das eventuell auch timen. Ich weiß halt nicht mal, ob das die richtige Idee ist, die ich hier gerade ausprobiere. Ich möchte zumindest so, dass es einmal ansatzweise so aussieht, als wäre das ein Hit. Und wenn es dann halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Nein, ich habe schon wieder 2-mal gedrückt. Komm schon. Ja, jetzt. Nee. Was für ein Schwachsinn. Komm, letzter Versuch. Ansonsten gucke ich mich nochmal um. Ich glaube nämlich, wenn ich sage nicht, dass das ja die Lösung ist. Sie braucht so unfassbar lange, bis sie dann mal sich vorstellt. Sie denkt, da könnte ich ja jetzt das Ding reinlegen. Oh, man kann den Boden betrachten. Oh, interessant. Betrachten wir doch mal den Boden. Haben wir sonst nichts zu tun. Vielleicht kann ich den Hexer hier reinlocken und ihn irgendwie überwältigen. Nur wie? Ach so. Also ich muss ihn erstmal hier reinlocken. Gehen wir doch nochmal raus. Also schön. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich hasse dich! Ich hasse dich! Kann ihm echt so ein Steinchen an den Kopf schmeißen, oder was? Na, komm her. Friss das! Was zum... Was war denn das für ein Wurf? Kleine Mädchen... Oh, okay, sie macht irgendwie das schon von automatisch. Okay, jetzt versteckt sie sich. Und er kommt rein. Jetzt chillt er und geht wieder raus, oder was? Hä? Warte, also schön, in der Ruhe liegt die Kraft. Was hätte ich denn jetzt da machen sollen? Oder hey, konnte ich was machen? Was zum...
Kann ich da irgendwas machen gerade? Ich muss nochmal ausprobieren. Kann ich jetzt das Ding hier nehmen? Nimm es. Nein. Er muss halt da stehen bleiben im Endeffekt, ne? Ja, komm, okay. Vielleicht muss ich irgendwas auf den Boden legen. Vielleicht die geile Sardinendose oder so. Ach lol, mit Öl ein. Ja klar, weil Sardinen. Ja, okay. Das war nicht wirklich das, was ich gedacht habe. Ich dachte, er hätte dann voll Bock. Die Sardinen bleiben in der Dose. Das Öl sorgt für die richtige Bodenhaftung. Ah, vielleicht, dass er voll Bock auf Sardinen hat und sich dann erstmal eine Sardine sniggert. Aber anscheinend nicht. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, komm, wir locken dich jetzt mal ich an. Ich hasse dich! Ich was zum... Okay, mit alle paar Sekunden von irgendeinem Stein beworfen. Geht dann hier rein und merkt dann nichts mehr. So, jetzt kann ich dann aber gleich das machen, was ich vorhabe. Nämlich voll mit einem Headshot geben mit diesem Postrohr, den Teil. Jetzt steht er wieder auf. Ach, kriegt noch einen mit. Ich schätze, wir wollen ihm aber auch wirklich dann den Rest geben. Vermutlich. Okay, das war jetzt ein Dreifach-K.O., könnte man sagen. Munkus ist am Arsch. Ach so. Wir haben was gemacht. Okay, das heißt, man kann die Tür von außen wieder zumachen, irgendwie. Ich habe die Tür verkeilt. Sie wird Munkus hoffentlich aufhalten, bis wir hier samt Artefakt verschwunden sind. Okay, dann setzen wir nochmal gerade die Kristalle ein. Können wir nicht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber Munkus hat da doch irgendwas reingelegt, ja, in die Schale. Er hat ja irgendwas geopfert. Was hat Munkus hier vorhin reingelegt? So sieht's aus. Ein Spiegel. Den nehme ich mit. Ja, klar. Wenn ich das opfern würde, dann würde ich auch mit einem Spiegel anfangen einfach. So, hier kommen wir aber anscheinend noch nicht weiter, auch obwohl ich die Kristalle habe. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, dass wir Herrn Troll mit dem Spiegel irgendwie über den Ort ziehen. Irgendwie. Moment mal. Ah, scheiße. War hier unten nicht noch diese Eisenstange? Oder kann man die echt nur mitnehmen, wenn man Nate ist? Man muss sich jetzt vorstellen, diesen ganzen Abschnitt, den wir gerade machen sind, den könnte man theoretisch auch... Nee, kann man nicht mehr. Okay, schade. Den könnte man theoretisch auch mit Wilbur oder Nate spielen. Aber nein. Das machen wir jetzt einfach mal nicht. Wie gesagt, wir müssen jetzt irgendwie den Troll da noch ablenken. Ich weiß nicht, ob es sinnig ist, jetzt hier wieder nach unten zu gehen. Können wir theoretisch auch... Ich weiß halt nicht, ob der Spiegel uns irgendetwas bringt. Wir könnten halt... Ne. Blende hey, den Troll. Schau mal! Zeit zu verschwinden. Das hat ihn wütend gemacht. Ich weiß allerdings nicht, ob das eine gute Sache ist. Toll. Das hat jetzt aber nicht wirklich was gebracht, oder? Ich kann die Säule nicht erreichen, solange der Troll dort steht. Man kann ihn blenden damit. Lieber nicht. Letztes Mal hat die Faulheit noch über seine Wut gesiegt. Aber beim nächsten Mal könnte es ungemütlich für mich werden. Ich sollte lieber sicherstellen, dass kein dritter Versuch nötig sein wird. Bei Mungus war ein dritter Versuch, aber okay. Ah, winke, winke. Hey! Du Troll! Du bist dumm wie ein... Naja, ein Troll. Was tust du? Sogar für einen Troll bist du dumm. So. Du solltest sie nicht... Adam ablenken. Wenn in deiner Keule Holzwürmer sind, ist sie damit klüger als du. Er meint es nicht so. Stimmt's, Wilbo? Nee, der einfach nichts mitkriegt. Okay, und jetzt dürfen wir ihn wieder blenden, ne? Damit er dann darüber hey, stolpert. Schau mal. Das war großartig! Los, befreie uns und dann nichts wie weg hier! Wir können doch nicht weg, wir müssen doch den Schatz holen! Kein Schatz ist das wert.
Weißt du nicht, wer der kleine Dicke ist?